Dann gehen wir mit Bigfoot. Jo, dann. Hier, Schädel. Oh nein, der hat jetzt auch noch Quests für uns, ey. Das kann nicht wahr sein. Wahr sein. Machen wir die hinterher oder jetzt? Ich glaube, du hast nicht so die Wahl, ob du das hinterher machen möchtest. Und gut, dann nehmen wir Krieg für Totems. Na, hast du die Wahl? Wie die Wahl? Nein, was also, sagt deine Story? Ja, Krieg für Totems abschließen. Beim Sasquatch-Häuptling. Ja, also, hast du. Ja, für die Hauptquest habe ich keine Wahl, aber für die weiteren Missionen und so. Ja, aber für deine, du musst die, also wenn du mit den Sasquatch-Dingern hier fertig bist, musst du für deine Hauptquest nochmal zurück zu der Eulen. Ah, okay, alles klar. Dann machen wir erstmal die hier. Der Spur aus dem Geisterbaum folgen. Wo ist denn da? Ah. Also im Zweifelsfall da, wo es leuchtet. Ja, ich habe immer nur den am Anfang gesehen, das Ding. Wir sollen irgendwie noch mehr töten. Nehmen Sie. Ach nee, die gar nicht. Ah, egal. Naja, ganz egal ist das nicht. Das ist halt das falsche Tote. Das hier ist das richtige Tote. Renn nicht gleich weiter. So, jetzt haben wir irgendwelche Blutmarkierungen. Das sind die? Ja. Jetzt darfst du das machen, was ich schon die ganze Zeit. Da gab es sogar ein Wissensobjekt, alles klar. Warum auch immer. Ja, Mobs können die ja droppen. Ach, okay. So, last but not least. Jetzt sollen wir die königliche Höhle zerstören. Ach. Da hast du dich hier aber auch nicht wirklich umgeguckt, ne? Bei den ganzen Wissensobjekten. Eigentlich schon. Ich habe so langsam das Gefühl, dass ich manchmal Dinge doppelt mitnehmen muss. Gott. Thank you.
So, das war Aufgabe Nummer 1 für Sasquatch. Sasquatch? Ja, bleib stehen, ich port mich. Alles klar, sag Bescheid. Das ist so ein bisschen der Vorteil, also dieses Spiel steht so ein bisschen unter dem Motto, gut, wenn du Freunde kannst. Ja, das ist ganz nett mit dem Porten. Kann ich? Kann ich? Yeah. Jetzt haben wir natürlich diese doofen Ladebildschirme, aber lieber Ladebildschirm und 10 Sekunden warten, als, weiß nicht, 2 Minuten lang rennen. So, Mr. Sasquatch. Quick Access Inventory updated. Plünderer. Zu der verlassenen Fabrik in der Nähe des Steinbruchs gehen. Oh mein. Warum ist sie so nah? Ja, ich denke, laufen geht da genauso schnell, als wenn man hier oder. Wie kommen wir denn jetzt da hoch am geschicktesten? Ach, da hinten, alles klar. So, den Schrottplatz nach Altmetall durchsuchen. Meinen die das Zeug hier? Jo. Dann 3. Die Sasquatch-Plünderer sind am Start. Und jetzt sollen wir sie beschützen, bis sie fertig sind. Okay. Ach, die machen sogar mit. Ja, es sind Sasquatch. Das sind jetzt keine Prinzessböhnchen von Disney. Dabei hatte sie doch eben so eine schöne Cinderella-Metapher mit dem Kürbis. Die Kutsche ist schon lange kein Kürbis mehr. Quatsch. Der Kürbis ist schon lange keine Kutsche mehr. Was? Ja, der Kürbis ist schon lange keine Kutsche mehr. Und da Cinderella. Warum gerade nur, wo du das bist? Aus Cinderella, oder nicht? Kriegt sie nicht aus einem Kürbis? Wird ihr da nicht eine Kutsche gemacht? Bin mir ziemlich sicher. Achso, und ich rede von dem Gespräch mit der Franklin durch sie da. Das wollte ich wissen. Ja, das muss ja hier irgendwo sein. Wie kommt man denn hier rein? Oder bin ich schon dran vorbei? Ach, das ist diese, da müssen wir dann jumpen oder was? Oder nee, wir müssen da einfach nur den Trommlern dieses blöde Signal geben. Oh, ach Gottchen, ey. Warum lese ich nicht? Und jetzt sollen wir Altmetall sammeln. Ja. Klasse. Weil gelegentlich sind auch Sasquatches putz.
einfach nur faul. Eins brauchen wir noch. So, den Bereich verlassen und den verängstigten Sammler finden, okay? Wo hat er sich denn versteckt? Da, wo versteckst du dich, wenn du groß und grün bist? Im Baum? Ja. Ich höre ihn. Ah, da ist er. Mehr Altmetall finden. Ach, das reicht ihm noch nicht. Was für ein gieriger Mensch ist das denn? Ach, ist kein Mensch, ist ein Sasquatch. Ich habe meine dämliche Lampe noch an. Gerade gemerkt. Ja, du willst denn halt den Weg leuchten. Ich kann sehr solidarisch schon mit. Alter, das ist immer noch nicht vorbei, die Quest. Was ist denn das denn bitte für eine Quest? Steht auch dran, wie viele... Funf von Funf. Ah, jetzt sollen wir den infizierten Sasquatch killen. Hey. Fertig. Fertig. So, jetzt müssen wir zur alten zurück. Nee, nee. Ja, kein Problem. Ich warte. Sag Bescheid. Ja. Das finde ich ja gut. Die Billigmethode des Portens. Ich sag ja, ist schon ein schöner Vorteil, wenn man dann zu zweit rumläuft, auf jeden Fall. Oh, ich habe irgendwie von meinem Richard Sonic was bekommen, da will ich mal ganz kurz drauf hören. Gut gemacht, das... Das führt sicher zu einer Vergrößerung der Ordenssammlung. Die Organisation liebt es, Kriegshelden zu dekorieren wie militarisierte Weihnachtsbäume. Ah ja. Ich bin ein militarisierter Weihnachtsbaum. Ja, hat der Templer selbst gesagt über uns. Der Richard Sonic. So, bis das Blut gefriert. Oder was sollen wir tun? Warte mal, ich guck vielleicht erstmal, was wir tun sollen, oder? In den versteckten Baumstumpf des Sasquatch-Häuptlings greifen und ihre Belohnung erhalten. Ich dachte, du musst zur Tür. Nee. Ich sollte mir echt angewöhnen, auf die Dinger zu gucken. Ich renn mal schnell hin. Mein Gott, komm. Oder bist du jetzt schon? Ja, ich bin schon. Es ist schön, endlich ein paar Besucher zu haben. Also, das ist doof.
Das hätten sie. Also ich würde, was mich echt bocken würde, ist, wenn ich mehrere von den Quests angezeigt kriegen würde. Ist jetzt nicht so, dass der Bildschirm das nicht noch hergeben würde. Ja, auf der anderen Seite ist der Vorteil halt eben, der Bildschirm verwirrt dich dann auch nicht, bei welcher Quest du gerade bist. Das ist richtig. So, wo soll ich reingreifen, Leute? Hier ist doch nichts. Ah. Warte mal, und diese Glyphe, ich habe eine Glyphe bekommen. Spare ich mir die auf oder packe ich die irgendwo rein? Hast du eine Aufgabe, dass du die reinpacken sollst? Ja, habe ich. Gut, wir müssen auf Stärkung oder Fusion? Fusion. So, Das ist wieder Fusion. so ein Craft, also der Craft-Vorgang wird ja auch erklärt. Stimmt. Eine Glyphe im Fusionsschloss. Slot. Schloss. Und zack, fertig. Und jetzt soll ich wieder zur Blue Ridge Mine gehen. Ja, komm, dann lass uns aber die Eleanor-Quests vorher machen, oder? Nee. Ach, du bist schon da. Okay. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist hier der neue Überdrive, Anima-Style, ne? Und jetzt sollen wir wieder in die. Ach, da oben ist auch noch ein Wissensobjekt, das habe ich gar nicht gesehen. Wie kommt man denn da hoch? Und hier unten ist auch noch ein Wissensobjekt. Alter Verwalter. Aber wie kommt man da hoch? Anscheinend nur von da oben, schätze ich. Es ist eine Frage von wie kommt man da hoch im Sinne von wie schnell. Nein, von hier kommt man nicht hoch. Schade. Nee. Schade, schade. So, hier kommt man aber auch nirgendwo hoch, also. Ja, ich muss auch gerade mal schauen, wenn man da. Oder war das hinter mir da vorne? Das funktioniert nicht. Nee, da bist du viel zu weit davon entfernt. Was? Hier ist auch noch ein Wissensobjekt, ey. Das kann doch nicht sein. Du bist an einem vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob du das schon hattest. Aber wie hast du es darüber geschafft, wenn du da oben warst? Gut, du hättest hier runterspringen können und dann. Ah, da die Treppe, okay. Was sagtest du von wegen zu weit? So, hier direkt neben dem Anima-Spawn-Punkt ist ein auf der Ecke ein Wissensobjekt, also da, wo ich jetzt bin. Hier an der Kante. Aber ich frage mich, also so kommt man da ganz bestimmt nicht hin. Ah, oh doch. Oh doch. Nee, da muss
musst du doch von da oben irgendwo hin. Nein, musst du nicht. Du musst seitlich da dran springen. Olli und ich haben da auch einen Moment dran gesetzt. Die Treppe war mein Kopf. So, ich muss ja erstmal das Totem hier wegmachen, damit ich nicht mehr geslowt bin. Das ist das Nervigste gerade gewesen, so. Jetzt mit Sprint wahrscheinlich. Woo! Erster Versuch. So, jetzt nur nicht runter, weil ich muss ja jetzt noch da oben um die Ecke. Dann hier rüber. Ja, und dann nicht runterfallen. Wow. Nein, genau das nicht. Verdammte Scheiße. Ah. Ich wusste es. Ich wusste es. Das ist nämlich kacke, wenn du irgendwo dran hängen bleibst, ja? Und du springst dann hoch und bist dann sofort aus diesem Dings raus, dann springst du meistens zu weit. Das kenne ich schon. Das ist. Jetzt musst du mich noch adden. Warum musst du mich jetzt noch adden? Weil er's. Ja, weil er's kann. Arsch. Ja, aber das fällt so ein bisschen unter die Sparte, das Problem ist uns. Alter, und hier oben ist noch eine Nebenquest. Du meinst das Totem? Ja, Timer. Oder ich komm, warte, ich komm. So, Zeichen, Symbole, teilen. Ne, willst du selbst annehmen? Na gut. Nein, mein Problem an der Geschichte ist, das Annehmen ist in diesem Spiel auf der anderen Seite wie bei im Gegensatz zu allen anderen. So, erstmal das. Jetzt witzigerweise, da oben ist noch mal eins. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Ich komme aber leider nicht zurück. Muss ich noch mal laufen. Egal, aber wir haben beide Symbole. Und das hat, witzigerweise das Einfachere. Was ist das? Die Bärenklaue? Was ist denn eine Bärenklaue? Hier nicht irgendwie eine Bärenklaue rum. Ah, das war schon, das war Banaki-Symbol, okay. Ah, jetzt bring ich dich um, du Arsch. Ich wollte ja freundlich sein, aber nein. Jedes Mal, wenn ich hier lang gehe. Hm? Du willst zum Spectre freundlich? Ja. Wenn er mir nichts tut, tue ich ihm auch nichts. Du hast irgendwie das Prinzip deiner Arbeit nicht verstanden. Das Prinzip meiner Arbeit ist es, arme Spectres umzubringen. Das kann ich nicht glauben. So, und das Totem haben wir auch. Aber jetzt muss ich nochmal... Wir müssen eh rüber, oder? Jo, wir müssen eh rüber. Es fehlt vor allem noch ein... Ein Wissensobjekt. Und zwar... Hier. Und hier ist auch das... Nee, das hast du schon. Nee, wenn überhaupt hier lang. Ups. Muss auch abspringen. Nein, es funktioniert nicht. Scheiße.
Schade. Aber hier ist ja ein Weg rein, der... Heilige Städte der Wabanaki. Das Salamanderauge. Ach. Noch mehr Informationen über Wabanaki finden. Aber das geht wiederum in die andere Richtung. Also würde ich sagen, erstmal in die Mine, oder? Bevor wir jetzt zu weit. Ja, davon... du solltest erstmal deine Mine hier machen. Alles klar, ab in die Mine. Und warte mal hier, zack, den, ich will den jetzt, ja, gehen wir erstmal rein. Und dann nehmen wir auch die andere Quest rein, damit ich es nicht wieder total verpeile. In den tiefen Schacht. So, wir haben den tiefen Schacht betreten. Und jetzt sollen wir den tiefen Schacht erkunden. Hallo. Auslaufender Totengeist. Also da kann man runterjumpen. Und hier geht's dann nochmal weiter. Ja, ich denke, da muss ich dann auch runterspringen, weil hier gibt's sonst nichts. Dann hüpfen wir mal. Ah, da kriege ich noch mal, hätte ich noch mal einen Dings bekommen. So eine Lampe. So schon mal gar nicht. So schon mal überhaupt nicht. Ja, mal wieder Tentakel. Hast du inzwischen eigentlich eine Theorie, wer Beaumont ist? Er ist auf jeden Fall untot, das haben wir doch schon rausgefunden. Nee, ich meine so nach den Sachen, die du heute gehört hast. Wenn ich ehrlich bin, nein, darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ihr Mann, oder was? Nein. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen, vielleicht kommt es ja noch. Ich weiß jetzt mal gar nicht, wo ich hin soll hier. Ich laufe einfach mal wie wild durch die Gegend. Das ist, ganz ehrlich, das ist normal. Das, also ich bewundere die Leute, die auf Anhieb den richtigen Weg in dieser Veranstaltung finden. Ich laufe da auch immer rum wie ein aufgeschreckter Such. Ich habe auf jeden Fall eine Leuchtpistole gefunden. Ja, weil deine Latüchte aus. Also zumindest soll die Latüchte irgendwann ausgehen. Also ich würde auch vielleicht warten, bis sie das
bevor du mit der Leuchtpistole da rumläufst. Früher war es, wenn ich mich richtig entsinne, so, dass die Leuchtpistole auch nur eine gewisse Anzahl von Chargen. Ah, okay. Und die Möppels, die sieht man ja recht deutlich, weil, ne? Eine dicke rote Schrift drüber. Ja, dicker, und roter die, Kreis diese drum. Teerdinger, die haben leuchtende Augen. Ja, also ich glaube, ich bin, ich habe den Weg gefunden, direkt. Bergarbeiter Gram. Mit Cappy auf. Oh, danke fürs Reinlassen. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Wirklich nicht. Oh, bitte. Ich besiegte Götter. Und selbst in ihren feuchtesten Träumen sind sie kein Gott. Ich hoffe, die Wendung gefällt Ihnen. Ich habe lange daran gearbeitet. Ich meine, ich bin bekannt für meine komplexen Pläne. Es gibt ganze Sagen darüber. Vielleicht wird auch hierüber eine geschrieben. Aber naja, wahrscheinlich nicht. Ihre Art will doch immer einen Schurken. Es ist besser, etwas oder jemanden zu bekämpfen, statt sich der Realität zu stellen. Aber was sie bekämpfen, ist nicht physisch. Es ist nicht mal metaphysisch. Es ist eine real gewordene Idee. Dagegen nützen Feuerbälle rein gar nichts. Ideen sind wie Viren. Unsichtbar. Alles durchdringend. Unbesiegbar. Ich war ein dienlicher Schurke. Ich bezweifelte ihre Autorität. Das ganze Fundament unserer Gesellschaft. Sie verbannten mich aus Angst vor mir und meinen Ideen. Sie fürchteten, was ich sein könnte. Das Ende ihrer Herrschaft. Ein neuer Anfang. Aber es war ein schwerer Fehler, dass sie mich weggeschickt haben. Ich habe das Virus über sehr, sehr lange Zeit verbreitet. Und jetzt... Jetzt ist die Infektion abgeschlossen. Wie sagen sie immer? Es kommen finstere Zeiten. Oh nein! Nein! Sie sind schon da! Das, was wir hier sehen, ist ein Motor. Schön, nicht wahr? Man sieht so etwas nicht oft aus der Nähe. Oder überhaupt. Sogar die Götter selbst würden gerne eines dieser hübschen Dinger in ihre Hände bekommen. Sie sind der Antrieb für die Welt. Buchstäblich. Aber sie können noch mehr. Das werden sie gleich sehen. Und Yggdrasil erzittert und ächzt. Es geht los, Allvater. Das endgültige Schicksal der Götter. Allvater. Meine Bedingungen, nicht deine. Ist er Loki?